herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben bei BewusstTV schon oft darüber gesprochen, inwieweit Wahlen sinnvoll sind oder nicht. Das ist ein weites Feld. Ich habe heute bei mir Petra Kaiser, die Wahlhelferin war und auch juristisch nicht so ganz unbeleckt. Das heißt, du hast das zweite Staatsexamen, du könntest... Ja, ich habe Jura studiert, habe das zweite juristische Staatsexamen. Das nennt sich die Befähigung zum Richteramt. Ja, ich könnte also Richter werden und Rechtsanwalt, alles. Bin aber derzeit freiberuflich wohl tätig, aber nicht als zugelassene Rechtsanwältin, weil da komme ich noch drauf zu sprechen. Okay, da reden wir noch drüber, aber es geht um die Wahlen. Du warst Wahlhelferin, du hast mir gezeigt, also deine Berufung, oder wie ist das? Also man wird eingeladen als Wahlhelfer? Ja, die Stadt, es war genauer gesagt die Bundestagswahl 2013. Und viele Bürger werden das kennen. Man kriegt dann so einen Schrieb, man wird dann eingeladen als ehrenamtlicher Wahlhelfer oder zumindest Beisitzer an der Wahlurne und so weiter. Und dann gibt es auch für den Wahlvorstand bei der Stadt spezielle Schulungstermine. Da kann man also dann lernen, wie man diese Formulare, diese Zählformulare dann auszufüllen hat. Ja, okay. Und dann wird man eben halt da ein bisschen unterrichtet, was man an dem Wahlabend zu tun hat. Und ich bin dann an der Bundestagswahl an dem Tag in dem September in Hannover zum Wahlhelfen und zum Auszählen angetreten. Ja, und ich hatte dir das ja schon mal so in der E-Mail geschrieben. Ich habe mich dann so gegen 18 Uhr abends im Wahllokal in einer Schule in Hannover-Dürrem an der Lockumer Straße eingefunden zum Zählen. Tagsüber war ich schon ein paar Mal im Lokal gewesen. Ich sage, braucht ihr Hilfe? Ja. Weil so die meisten Wahlhelfer finden sich morgens ein und dann wird so der Schichtdienst verabredet, ja, wer von wann bis wann an der Urne mitsitzt. Und abends heißt es dann, müssen wir alle haben zum Auszählen eben halt. Ne? Und manche wollen auch abends nicht bleiben, weil das manchmal schon recht lange gehen kann mit dem Zählen. Also sind die einen dann lieber, die dann den Tag machen und die anderen sagen. Ja, genau. Und da also die Tagschichten schon vergeben war, habe ich dann gesagt, okay, komme ich abends. War sowieso für mich das Interessantere. Dann habe ich mich eben halt 18 Uhr im Wahllokal auch eingefunden, beziehungsweise schon ein bisschen vorher. Und da ist mir schon so ein bisschen was aufgefallen vorher. Ich sah da so ein paar junge Leute zur Wahl kommen. Die kamen so im Pulk. Immer so drei oder vier auf einmal. Und dann ging einer dahin, ließ sich also in der Wahlliste abhaken, kriegt dann einen Wahlzettel. Und dann ging die zu dritt in die Wahlkabine. Da habe ich schon gedacht, was ist das denn? Und hatten sehr viel Zeug dabei, so eine große Tasche und so. Naja, und es dauerte relativ lange. Ich habe eigentlich gedacht, also Kreuzchen machen geht doch eigentlich ganz schnell, ne? Mhm. Naja, und dann kamen sie raus und dann hat er seinen Zettel da so zusammengefaltet gehabt. Und da habe ich schon gedacht, was ist das denn? Irgendwie, die Wahlzettel waren grau. Mhm. Und der Wahlzettel war irgendwie so zusammengefaltet, dass innen drin noch ein zweiter Zettel reingefaltet war und der war nicht so grau, der war weiß. Mhm. So, und dann rein in die Urne. Und als wir dann später die Urnen aufgemacht haben, habe ich sofort auf den ersten Blick gesehen, da sind nicht amtliche Wahlzettel dabei. Das heißt, die waren in der Farbe und auch von der Papierbeschaffenheit abweichend. Die waren nicht so gräulich wie die amtlichen Wahlzettel, die waren etwas weißer. Und ich meine auch, vom Papier wären sie etwas fester gewesen, ganz geringfügig nur. Okay. Und das waren also offensichtlich, ich sage jetzt mal, nachgemachte Wahlzettel. Und ich denke mal, es war ein Test. Es war ein Test von den jüngeren Wählern, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir scannen und machen unsere Wahlzettel selber. Und es hat dann natürlich auch zu dem Ergebnis geführt, was beabsichtigt war. Wohl, es waren mehr Wahlzettel in der Urne, als Wähler in der Wahlliste abgehakt waren. Das hört man immer wieder, dass es wirklich mehr Stimmen also gibt. Also es war ja dann auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also ich habe in der letzten Zeit mehrere Leute gesprochen, wenn ich dann sage, am Montag oder Dienstag nach der Wahl hatte Sigmar Gabriel noch das Wort Neuwahlen im Munde. Mhm. Er ist dann aber ganz schnell ruhig gestellt worden, offenbar. Ich habe vor 2-3 Wochen war ich noch in Thüringen, habe einen Bekannten besucht und dessen Freund, dann war man zum Kaffee eingeladen, der sagte auch, ja, ich habe das auch gehört, dass Sigmar Gabriel zuerst noch gesagt hat, Neuwahlen. Ja. Denn der Wahlbetrug ist ja dann auch durchs Internet gegangen. Ich hatte dir ja auch einen Link mal schon im Vorfeld geschickt. Da gibt es so einiges, ne? Wo eben auch in ganz vielen Wahlbezirken eben mehr Stimmen abgegeben wurden als überhaupt registrierte Wähler. Richtig, richtig. Und das also der Wahlbetrug war ziemlich schnell rum. Ja. Und es ist das Interessante, die Frankfurter Allgemeine hatte am
Ach so, das muss man ja jetzt zurück auch verfolgen. Am 25.07.2012 hat ja dann auch, ist ja das Bundeswahlgesetz für verfassungswidrig erklärt worden. Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das Bundeswahlgesetz ist verfassungswidrig. Und zwar rückwirkend bis 1956. Und 2013 findet eine Wahl statt nach einem verfassungswidrigen Wahlgesetz. Es wurde auch nichts geändert, oder? Es wurde nichts geändert. Ja. Und vor allen Dingen auch, diese ganze Wahl auch mit den nichtamtlichen Wahlzetteln ist auch nichtig. Null und nichtig. Ja. Und nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon, hat damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung gesagt, das Wahlrecht ist verfassungswidrig, eine konstitutionelle Staatskrise. Ja. Es hat wohl keiner verstanden, was das heißt. Naja, das Konstituieren das heißt ja. Erlassen. Ja. Das heißt, eine konstitutionelle Staatskrise heißt, wir haben keinen legalen Gesetzgeber mehr. Ja. Dann, aber das zusätzlich kommt jetzt noch dazu, dass, wie gesagt, jetzt auch noch Frau Merkel gar nicht legitimiert ist. Die ist gar nicht legal an der Macht. Was die macht, ist alles null und nichtig. Lass uns aber zurückkommen zu deinen Erfahrungen. Also da sind mehr Wahlzettel als Also Wähler? Es waren mehr Wahlzettel in der Urne, als Wähler in der Liste abgehakt wurden. Wie ist das denn mit den anderen Wahlhelfern? Oder wie reagiert man dann? Sagt man dann, da müssen wir jetzt mal, das müssen wir melden? Oder sagt also, man, ach, soweit irgendwie ich weiß, haben etliche Leute, die offenbar vielleicht auch diese Zettel produziert haben, Strafanzeige erstattet wegen Wahlbetrug. Und ich habe nur, das weiß ich aber jetzt wirklich nur vom Hören sagen, ich habe es selber nicht ausprobiert, diese Wahlstrafanzeigen sind wohl zentral gesammelt worden und wahrscheinlich nicht bearbeitet worden, denn sonst hätte es ja was gebracht. Und da ja die Staatsanwälte, die sind ja die Herren dieses Verfahrens von Wahlbetrug, Anzeigen und so weiter, die sind ja weisungsgebunden von der Politik. Ganz toll. Also es laufen die unglaublichsten Sachen und keiner ja, interessiert. Keins interessiert, keiner kriegt den Hintern hoch. Es ist schon, aber weswegen ich das ja auch hier jetzt erzähle, ist eigentlich, ich möchte noch mehr Wahlhelfer, die das auch so in Erinnerung haben, ruhig dazu auffordern, dass sie sich melden sollen, sie sollen darüber sprechen. Was ich noch hier zu diesem Abend an der Bundestagswahl dazu ergänzen möchte, waren, es lief dann wie folgt weiterhin ab. Es musste mehrmals nachgezählt werden, nachdem also die Zahlen, erst im Telefon werden die nach oben durchgegeben an den Wahlvorstand. Und wenn die sagen, die Zahlen stimmen nicht überein, ihr müsst nachzählen. So, ja. Dann natürlich muss 2 bis 3 Mal nachgezählt werden. Und dann kam was sehr Interessantes. Dann wurden Wahlzettel, wenn es zu viel waren, wurden von den ungültigen Wahlzetteln erstmal welche ab in den Papierkorb. Nochmal neu gezählt, jetzt fehlten welche. Haben sie neue produziert einfach. Natürlich immer bei den ungültigen Wahlzetteln wurde das gemacht. Sie waren jetzt ungültig, weil die eben nicht offiziell... Ungültige Stimmabgabe. Nein, die ungültige Stimmabgabe. Zu viele Kreuzchen oder irgendwie durchgestrichen oder sonst irgendwas. Sind das denn also richtig viele, ungültige Stimmen. Gibt es dann viele Wähler, die tatsächlich den ungültig wählen, um ja, damit auch einen Protest auszudrücken? Oder kann sein. Und das ist aber schon mehr als 1, 2, ja. Oder wie? Ja, das waren schon eine ganze Reihe von ungültigen Stimmen. Also dann sagt man erst, nehmen wir alle rein, dann schmeißen wir ein paar raus. Oh, jetzt fehlen welche, jetzt nehmen wir es wieder rein. Ist ja selbstproduziert. Ich meine, das ist ja Kindergarten. Ja, natürlich. Und dieser Kindergarten wurde natürlich dann auch versucht, unter den Deckel zu halten, indem man am Ende, als dann der Zählvorgang abgeschlossen war, und dann werden ja auch die ganzen Zettel werden dann also gesammelt, eingetütet und die ungültigen Stimmen auch, die werden in einen extra Umschlag zugeklebt. Und das hat man dann alles wieder in die Wahlurnen gepackt und die werden ja dann auch verschlossen wieder und irgendwo hingebracht. Ich habe danach nochmal bei einer jetzt Gemeinderatswahl auch als Wahlhelfer wieder geholfen. Und damals, und was jetzt nicht passiert ist, das ist sehr interessant, damals bei der Bundestagswahl wurde am Ende des ganzen Zählvorganges uns allen eine Erklärung vorgelegt, die mussten wir unterschreiben. Und zwar darüber, dass wir über die ganzen Vorgänge bei der Auszählung Stillschweigen bewahren. Was du hier machst, ist also, du brichst das oder ist das zeitlich, ist das jetzt abgelaufen? Oder? Das war nicht befristet, aber es war auch nicht mit Strafe bewährt. Hm. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, nach der Wahl ist vor der Wahl und bei der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr kommt ja wieder derselbe. Ja. Gesetzesbruch und
alle dieser, ich sage jetzt mal, Irrsinn auf den Tisch. Und ich habe jetzt gesagt, gut, das ist nicht strafbewehrt, ich rede jetzt darüber und bin auch bereit. Und ich als Juristin weiß ich, was es heißt. Also Konsequenzen könnten folgen. Ich sage auch, das würde ich auch beeiden, ausdrücklich. Und ich weiß, was mein Eid ist. Ja. Und ich beeide das auch, dass es also wirklich dann geheißen hat, unterschreiben, dass du die Schnauze hältst hier drüber. Ne? Unfassbar. Ja. Kann man denn sowas sagen, auch wird da auch in Bezug auf bestimmte Parteien manipuliert, dass es man sagt, man hört ja viel, AfD ist unbeliebt. Ich bin jetzt kein Fan von der AfD, aber wenn es eine Wahl ist, dann kann es also nicht sein, dass das habe ich eigentlich nicht so mitbekommen. Okay. Das habe ich nicht so mitbekommen. Ich habe dann nur ganz normal ausgezählt. Erst hat es mich gewundert, sag ich mal, dass also keinem diese die anderen Stimmzettel aufgefallen sind. Weder von der Farbe her noch vom Anfassen. Also es sind offenbar auch die Leute, die wohl Falschgeld nicht unterscheiden können, aber ist ja egal, das ist eine andere Masche. Das hat mich schon gewundert und dann habe ich mir gedacht, okay, sagst erstmal nichts, guckst einfach mal zu, was jetzt passiert. Aber ihr seid ja geschult worden, ist denn da auch geschult worden, wie sich so ein echter Wahlzettel anfühlt? Nein, die Wahlzettel siehst du erst dann, an dem Tag. Der ist jetzt mal die Wahlzettel werden erst an dem Tag hingelegt, beziehungsweise die Briefwähler haben ja schon vorher bekommen. Und ich denke mal auch, da hat man ja dann auch eine Vorlage gehabt, um die mit dem Taschenscanner abzuscannen und eventuell nachzuproduzieren oder auch entsprechendes Papier zu kaufen. Es ist ja mit der Briefwahl interessant, dass man die im Grunde, obwohl die ja schon früher da sind, aber dann sagt, ja, wir warten noch auf die Auszählung der Briefwähler und dann kann sich das noch verschieben. Ist ja oftmals so, dass man sagt, oh, das Wahlergebnis gefällt uns nicht, aber die Briefwähler sind ja noch nicht. Ja, also das kann ich jetzt nicht beschwören. Also bei der letzten Gemeinderatswahl war es wohl so, dass die Briefwahlen schon irgendwie im Vorhinein schon bearbeitet worden waren. Also mir ist es bei der letzten Die müssen ja auch in der Wählerliste schon drinstehen. Ja. Denn damit dann also die Wähler, wenn sie nochmal wählen wollen, dass man denen sagen kann, ist nicht, du hast schon, ne? Und davon gehe ich mal davon aus, dass natürlich das mit den Briefwahlen vorher natürlich schon ein anderes Verhandling ist. Aber da war ich nicht mit eingeschaltet. Ich kann jetzt wirklich nur darüber berichten, was an der Bundestagswahl an dem Abend bei der Auszählung gelaufen ist. Was ich da gesehen habe, was ich wahrgenommen habe. Und es hat mich schon gewundert, hinterher diesen Zettel unterschreiben zu müssen, diese Erklärung. Ja. Es kann natürlich in dem ganzen Verfahren auch viel manipuliert werden. Wer bestimmt dann, wer Wahlhelfer wird, wer lädt die ein? Da kann man ja auch sagen, wir laden jetzt Leute ein, die, was weiß ich, hier im Dorf bekannt sind als konservativ oder als Link. Ich denke mal, dass da der Wahlvorstand irgendwelche Leute dann mal erstmal rekrutiert. Ich weiß nicht, wonach das geht, ob das nach Zufallsprinzip geht oder so. Aber man könnte da ja auch manipulieren und sagen, ach. Vielleicht schon. Vielleicht haben sie mich auch als Wahlhelfer jetzt zur Gemeinderatswahl wieder genommen, weil ich mich bei der Bundestagswahl bereitwillig erklärt habe. Habe gesagt, ja, ich mache mit, okay. Und dann auch viele haben mich auch angegriffen, haben gesagt, warum machst du das? Bist du wahnsinnig? Habe ich gesagt, wieso? Ich möchte wissen, was läuft. Ja. Ich möchte wissen, was also hinter den Kulissen das mal so zu hören, ist natürlich sehr spannend, weil erzählen kann man, oder von außen kann man viel vermuten, aber du hast es selber erlebt. Und wird denn dann unter den Wahlhelfern irgendwie diskutiert, dass sie sagen, irgendwie bestimmt nicht, oder sagen, machen die das einfach und sagen, naja, jetzt nehmen wir die raus, ach, jetzt fehlen welche, tun wir die wieder rein? Ist das, ich meine, wie ja, ich hatte den Eindruck, so ein bisschen waren die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die wollten eigentlich nur durchkommen und nach Hause gehen irgendwann. Waren auch genervt und ja, sicher, so, als wenn die Hoffnung. Vor allem, wenn es also mit mehrmals Nachtzählen geht, ne, dann sind natürlich die meisten schon, oh, das wird ja noch später. Ne? Also es interessiert die gar nicht, ob das jetzt mit rechten Dingen abgeht oder so. Hauptsache, wir haben irgendwann einen Feierabend, also dann komm, jetzt mach fertig hier. Ja, ja. Ungefähr. Unglaublich, ja. Also den Eindruck hatte ich. Es kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Naja, gut, das ist dein Eindruck, klar. Aber das ist, es hat keiner großartig darüber geredet oder was angemerkt. Ja. Also das fand ich schon ein bisschen, ich habe ein bisschen schon geguckt, aber es hat keiner reagiert. Ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und wir hören das ja jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch USA. Der Trump sagt ja immer, also wenn er die Wahl verliert, wird er sie anfechten. Ja, das ist ja komisch. Obama hat ja, bevor er gewählt hat, hat er auch gesagt, er wird wahrscheinlich möglicherweise gefälscht. Aber nachdem er gewählt ist, hat er natürlich den Mund gehalten. Das heißt, das Thema Wahlmanipulation, das taucht immer wieder auf.
überall. Klar. Und man hat früher gedacht, ja, das ist in irgendwelchen Bananenrepubliken, da müssen dann Wahlbeobachter von der OSZE oder so hin. Aber dass das bei uns so ist und in Amerika so in den, den wo man sagt, das sind immer so diese Vorzeigestaaten, die, dass es da genauso schlimm ist oder noch schlimmer, das ist frappierend. Das aber es kommt jetzt ans Licht. Ne? Nicht bei uns, ne? Wir nicht beim korrekten Deutschland. In Russland und in, überall, in Angola, da passiert das aber nicht in Deutschland. Aber nicht in Deutschland, also und wir sind mittendrin in der Bananenrepublik. Ne? Ja. Ich habe auch hier dann, das Witzige war, ich habe es dann auch ein paar Tage später auch im Internet gefunden, Bundestagswahl 2013, Wahlbetrug ist erwiesene Sache. Und wenn du mal weiterblätterst, zweite oder dritte Seite, ist sogar ein Foto drin, wo von den Zahlen, das ist, glaube ich, ein Zählergebnis aus Hamburg, einmal da und noch eins weiter, da, dieses Foto. Da steht es richtig kenntlich gemacht drin, mehr Wähler als Wahlberechtigte. Und Wahlberechtigte, das ist jetzt wo? Das ist aus Hamburg, soweit ich weiß. 2914 Wahlberechtigte, gültige Stimmen 2942, also... Absolut. Und ich hatte dann diesen Artikel in der Tasche und war dann, ich glaube im Herbst irgendwann, auf der Friedensmahnwache vor dem Hannoverschen Hauptbahnhof. Und da kam das dann auch natürlich zur Sprache mit Wahlbetrug und nichts passiert. Und dann sage ich ja und dann ziehe ich diesen Artikel aus der Tasche. Ja. Und da steht ein junger Mann neben mir und der guckt sich diesen Artikel an, kriegt auf einmal einen roten Kopf und dann sagt er, weißt du, dass der Artikel von mir ist? Und dann sage ich, ach, guck mal an. Ich sage, wo warst denn du an der Wahlurne gesessen? Ja, sagt er, in Hamburg. Ja, ich sage, ich habe in Hannover. Ich sage, ich habe genau dasselbe erlebt. Also es ist nicht nur bei uns so gewesen, sondern es ist offenbar in mehreren Städten so. Ja, ich habe es von einigen Sachen auch von anderen Städten gesehen. Ich weiß nicht, Thüringen oder sonst wo. Und ich meine, das fällt auch auf, wenn man so Ergebnisse veröffentlicht, wo mehr Stimmen abgegeben sind als Wahlberechtigte. Und man veröffentlicht das, da muss man doch irgendwie mal drüber nachdenken. Ich meine, dass man es vielleicht dann noch korrigiert, aber so fällt es zumindest auf. Ist das für dich ein Zeichen, dass im Moment die Sachen ans Licht kommen, weil sie einfach so offensichtlich sind? Oh ja. Also ich denke, das System, wie dir viele sagen, also dieses, ich sag mal, das wird ja auf immer mehr Lügen und Zwang aufgebaut. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem im Internet erst wieder gelesen, dass man jetzt in den USA erwähnt, genauso wie bei uns ein Holocaust-Lüge-Gesetz, erweckt man jetzt in USA ein Gesetz, wer den Klimawandel leugnet. Das wird auch mit Strafe, soll mit Strafe belegt werden. Also wahrscheinlich gibt es auch demnächst noch ein 9-11-Lüge-Gesetz. Das ist ja bei uns schon so krass, dass im Grunde schon ein Klick. Ich habe gerade gesehen, jemand hat irgendwie, der war für eine Partei aufgestellt als Abgeordneter. Dann hat der irgendwo ein Like geklickt bei der Seite von der AfD auf Facebook. Ja. Und dann wurde er geschasst. Dann kam jemand anderes. Also ein Like genügt. Mhm. Ich meine, egal, ob man jetzt die AfD liked oder nicht, das ist mir egal, aber wo haben wir denn da noch Meinungsfreiheit und wo ist die politische Korrektheit heute so einseitig, dass man im Grunde gar nichts mehr machen darf, ohne Gefahr zu laufen, irgendwie seinen Job zu verlieren? Gibt es auch Leute, die ihren Job verloren haben, weil sie irgendwo... Ja. Lass uns nochmal auf die Wahlen zurückkommen. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge Material mitgefallen. Ich weiß gar nicht, ob das alles richtig kann. Also sagen wir mal so, Wahlbetrug und Fälschung in Deutschland bei Wahlen ist kein Einzelfall. Hier gibt es eine seitenlange Liste, wo es also Manipulationen gegeben hat. Ja. Bei man kann es Gemeindewahlen. Also es geht wirklich über Seiten. Ja. Und überall. Ja. Da hinten kommen dann andere Länder. Ja, aber unfassbar. Und das ist. Ist bekannt, aber es wird weitergemacht wie bisher. Ja, klar. Man will hier den Schein aufrechterhalten, ne? Auf jeden Fall. Und dass Frau Merkel, sage ich mal, nicht nur in puncto Wahlbetrug eine Straftäterin ist. Es gibt ein neues Buch, das haben mehrere Staatsrechtler wohl rausgegeben. Das heißt, der Staat in der Flüchtlingskrise. Staatsrechtler sehen Frau Bundeskanzlerin Merkel als Verfassungsbrecherin. Ich denke, das sagt einiges aus. Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, die Grenze für alle offen zu halten, hat keine demokratische Legitimation.
Und dann geht es in diesem Buch weiter. Die Regierung darf nicht die Identität des Volkes, denen sie ihre Legitimität verdankt, strukturell verändern. So macht sie sich selbst zum Souverän. Ja. Denn es heißt ja eigentlich, noch heißt es in unserem Grundgesetz, alle Gewalt geht vom Volke aus. Ja. Aber da werden vollendete Tatsachen gestellt und geschaffen. Ja. Und jeden, der das kritisiert, der wird dann als Rassist oder fremdenfeindlich dargestellt. Das ist ja heute so unerträglich, dass man im Grunde gar nicht mehr Fernsehen gucken kann, irgendeine Talkshow, dass ja, diese Political Correctness. Also ich finde diese Propaganda unerträglich. Ja. Unerträglich. Also ich gucke schon lange kein Fernsehen mehr. Und wenn ich dann mal bei jemandem bin und mal reinschaue, also ich kann es immer nicht lange aushalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also um nochmal zurückzukommen zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ja. Da hat natürlich unsere Lügenpresse auch nichts dazu gesagt. Und da muss man wirklich dann in dem Augenblick sagen, zu Recht Lügenpresse. Denn ja. Sie sind ja, wie gesagt, bis auf den Artikel, was ich eben sagte in der FAZ, ja. hat zu der Wirkung, was das eigentlich juristisch wirklich bedeutet, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass das Wahlgesetz verfassungswidrig ist, hat ja keine Zeitung richtig mal was von ja, sich gegeben. Ja, unfassbar. Ne? Das Einzige, was ich richtig gefunden habe, ist hier diese Preußische Allgemeine Zeitung. Und das ist so ein, ich muss das mal so zusammenhalten, weil die Kopie ist nicht ich versuch, das zwei mal Seiten, so Urteil mit Durchschlagskraft. Da kann man das so sehen. Ja. Und in dieser Zeitung habe ich als Einzige, aber ich muss auch sagen, ich habe nicht allzu viele Zeitungen studiert, weil ich, wie gesagt, mit dieser Lügenpresse nicht so einen Vertrag habe. Ja. Und in diesem Artikel, wenn du mal so reinliest, steht nämlich drin, dass auch Steuerberater mittlerweile sagen, ja, die ganzen Gesetze jetzt sind unter Vorbehalt zu betrachten. Alles, was jetzt läuft, hat alles den Ein Charakter, Vorbehalt, ja. den Vorbehalt, ja. Dass sie eigentlich rechtswidrig sind und nichtig sind. Ja. Ja? Was mich allerdings noch dazu bewogen hat, es sind leider Gottes aber auch bei den sogenannten Reichsbürgern, die ja wahrscheinlich mit Recht sagen, wir, ja, wir sind Bürger des Deutschen ja, Reiches, das ist jetzt, sind wir ist alle. Das ist wieder so eine Schublade, jetzt das ist jetzt wieder so eine Schublade, wird, ja. was als Schimpfwort gebraucht wird. Aber alle die es als Schimpfwort gebrauchen, sage ich noch einmal, wer mit dem Finger, ja. drei Finger auf ihn selber. Diese Leute haben sehr viel Mühe darauf verwendet und Zeit darauf verwendet, juristisch nachzuvollziehen, was hier los ist. Ja. Und sie haben sehr viel Richtiges gebracht, aber es gibt ein paar Sachen, wo ich sagen muss, die haben sie leider nicht ganz korrekt gemacht. Und zwar haben sie immer, sagen sie alle, ja, nach welchen Gesetzen bezahlen wir denn hier Steuern überhaupt? Hm. Das Einkommensteuergesetz und das Umsatzsteuergesetz sind von 1934 beziehungsweise von 1937 und das sind Hitlergesetze. Ja. Und dann argumentieren sie, ja, aber die Hitlergesetze sind doch aufgehoben worden von ja. den Besatzungsmächten. Das ist nur halb richtig. Es wurden nur bestimmte Gesetze aufgehoben, und zwar die Gesetze, die Sachen regeln wie das Emblem, die Nazi, also diese die Embleme der Nazi-Diktatur, also den Reichsadler, das Hakenkreuz, die Nationalhymne. Diese Gesetze wurden alle von den Alliierten für verboten und für nichtig erklärt, das ist richtig. Aber andererseits sagten sie in den Schäfgesetzen auch, dass bitte die Gesetze, die nach 1933 in Kraft waren, ich habe hier mitgebracht, die Gesetze, Verordnungen und Anweisungen der Militärregierung Deutschland. Und da gibt es das, die Verordnung Nummer 3, Gesetz Nummer 1. Da bitte ich dich mal den kolorierten Teil, den ich ein bisschen angestrichen habe, schon. Also Artikel 1, die folgenden nationalsozialistischen Grundgesetze, die seit dem 30. Januar 1933 eingeführt wurden, sowie sämtliche Ergänzungs- und Ausführungsgesetze, Vorschriften und Bestimmungen, verlieren hiermit ihre Wirksamkeit innerhalb des besetzten Gebietes. Also Gesetz zum Schutz der nationalen Symbole, der Neubildung von Parteien, zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat und so weiter. Also das, ja, muss man es alles vorlesen, aber es geht hauptsächlich um diese... Was ich eben sagte, ne? ja. Nationalhymne, ja. es geht um die Fahne des Nazi-Regimes. Und jetzt blätter mal eins weiter und du siehst, auf der Rückseite habe ich dann das nächste angestrichen. Okay. Artikel 3.6, Deutsches Reich, das nach dem 30. Januar 1933 in Kraft trat und in Kraft bleibt,
es zur Auszulegung in Kraft bleibt. Ja. Da muss man dann die Betonung drauflegen. Genau. Ja? Und dann kommt dieser sogenannte Auslegungsbefehl, dass das also jetzt nach demokratischen Maßstäben jetzt nur noch ausgelegt werden soll. Also die Gesetze, die Hitler gemacht hat, bleiben in Kraft. Und deshalb wird ja Frau Merkel auch zu Recht im Ausland durchaus auf Printmedien in Hitler-Uniform dargestellt. Ja. Und sie führt tatsächlich rein schon von der Gesetzeslage das Dritte Reich weiter. Und deshalb zahlen wir auch Steuern nach Hitlergesetzen. Ja. Ja. Das muss man auch mal wissen, ist vielleicht mal für alle diejenigen, die sich damit noch nie befasst haben, vielleicht mal ganz Wir hatten ja gerade eine Sendung Steuerrecht ungültig und da gibt es ein Buch drüber, ja, wo das auch sehr das schön mit dargelegt wird. Da geht es also speziell um die Abgabenordnung, worauf sich ja unsere Finanzbeamten immer schwer ja, aber beziehen. Ja, was ist eben so auch weiter. Hergeleitet, ja. Wie das entstanden ist, auch eben, ja. Dass auch Hitler im Grunde, der hatte ja ein Ermächtigungsgesetz, also es wurde ja, er wurde ja sozusagen, in dem einfach einige Leute von der kommunistischen Partei einfach dann nicht da waren und dann wurde gewählt. Dadurch ist das Ermächtigungsgesetz dann zustande gekommen. Das heißt, ja. Da könnte man auch ja. schon fragen, das ist eigentlich auch nicht gültig, weil es unrechtmäßig zustande genau. gekommen ist. Das heißt, auch diese Gesetze dürften eigentlich nicht Gültigkeit haben. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Gesetze, die formaljuristisch in die Tonne zu treten wären. Ja. Aber es wird deshalb nicht geheilt. Warum heilt man das nicht? Kann man nicht sagen, man kann Regierung. Das natürlich völlig, auf völlig neue Füße stellen und der kleinste Aufwand wäre, und deswegen möchte ich hier da mal eine Bresche für schlagen und vor allen Dingen auch zu einer Volksbewegung mal aufrufen. Und zwar hat sich jemand, also der Ingo Laufs, mit dem ich zusammen einen und anderen ehrenwerten Herren einen Verein gegründet habe, um den Verein geht es nicht dabei. Dem ist irgendwann die Idee gekommen, wir brauchen eine Verfassung vom Volk. Mhm. Das heißt, ausgehend vom Artikel 146 Grundgesetz, da steht ja drin, dieses Grundgesetz bleibt so lange in Kraft, bis das deutsche Volk sich in freier Selbstbestimmung eine neue Verfassung gibt. Ja. Und jetzt ist es soweit. Wir haben gesetzestechnisch hier eigentlich ja, eine konstitutionelle Staatskrise. Ja. Der Zeitpunkt ist jetzt da. Und wenn wir jetzt nicht den Hintern hochkriegen, ja, dann müssen wir uns nicht wundern. Ja, das war die Frage, wer organisiert ist. Es ist ja immer auch eine Sache, dass es gesammelt werden muss, wer jetzt da alles und dass im Grunde die Verfassung geschrieben werden muss. Wir haben ja auch Versuche gemacht mit Aufbruch Goldrot-Schwarz, dass wir schon mal gucken, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, was wollen die Leute eigentlich? Die wollen ja eigentlich alle ähnliche Sachen. Sie wollen in Frieden und Freiheit und Gesundheit leben und das. Dass man sich einigt, was wollen die Menschen eigentlich wirklich? Also, dass man das schreibt. Wo kann man sich denn da jetzt dran hinwenden? Also, wir haben online im Internet eine Homepage eingerichtet. Das ist www.verfassung-vom-volk.org. Und damit wollen wir eine Volksbewegung in Gang setzen. Und wir wollen eigentlich einen Wahlzettel entwerfen, über dem im nächsten Jahr statt einer Bundestagswahl als Volksabstimmung abgestimmt werden soll. Was auf diesem Abstimmungszettel draufsteht, dazu müssen wir jetzt die Bürger dazu auffordern, alle sollen mit daran arbeiten, was soll auf diesem Abstimmungszettel draufstehen. Wenn wir zum Beispiel jetzt der Auffassung sind, ja, nicht nur Multikulti, sondern auch das Modell Demokratie ist mittlerweile jetzt ad acta, dann können wir darüber abstimmen, ja, wie soll denn Deutschland in Zukunft regiert werden? Wollen wir einen König wählen? Wollen wir es ähnlich wie in Russland machen, einen Präsident und ein Parlament? Wie soll es denn aussehen? Oder stimmen wir darüber ab, unsere neue Verfassung soll aussehen wie das Grundgesetz, Artikel 1 bis 20 ist ja ganz brauchbar. Dann schreiben wir aber in den Artikel 20 als neue Version noch rein. Ja, und in Zukunft über alle grundlegenden Entscheidungen soll eine Volksabstimmung oder eine Volksbefragung stattfinden. Und grundlegende Entscheidungen sind wie zum Beispiel die Finanzhoheit unseres Landes. Ja. Dann, wo werden die Bundeswehrsoldaten eingesetzt? Sollen die ins Ausland gehen? Ja. Sollen sie hierbleiben? Also über alles müsste das über Volk alle, abstimmen, wie das in der Schweiz ja weitgehend der Fall ist. In der Schweiz zum Beispiel läuft. Nicht? Ja. Und so haben wir dann gedacht und dann auch eben halt dieses Regierungsbildung, ob wir das Prozedere, das Verfahren auch neu schreiben in die Verfassung. Und wir sind völlig frei, was wir in diese Verfassung reinschreiben. Wir können auch alle deutschen Verfassungen, die aus der Paulskirche, die von 1871, alle Verfassungen können wir nebeneinander hinlegen auf den Tisch und sagen, wir holen uns aus allem das Beste raus.
auch aus dem Grundgesetz und dann machen wir daraus eine völlig neue Verfassung. Ja. Und ob das juristisch geht, viele Leute sagen, das geht doch nach dem Grundgesetz nicht. Die Juristen haben doch gesagt, das müssen gehen, kann nur so und so laufen. Das würde ich sagen, ist nicht unbedingt jetzt noch zwingend so der Fall, weil, also ich habe im Kommentar zu dem Grundgesetz, habe ich natürlich in der juristischen Bibliothek mal ein bisschen gestöbert. Und es gibt zwei große Kommentare, die sagen, der Artikel 146 sagt ausdrücklich, ja wörtlich, ja, die freie Entscheidung des deutschen Volkes. Ja. Auch wie die ursprüngliche Fassung, also vor 1990, man hat ja 1990 schon mal darüber diskutiert, ob dieser Text geändert werden soll. Ja. Man hat es dann aber eigentlich weitestgehend so gelassen. Und in dem Kommentar von Mounts Dührich, Band 7, wird hier geschrieben, das ist ein Kommentator Herdegen, wie die ursprüngliche Fassung schweigt auch der novellierte Text des Artikel 146 Grundgesetz über den Weg hin zu einer freien Entscheidung des deutschen Volkes über eine neue Verfassung. Denkbar sind hier eine Volksabstimmung, die Entscheidung des gesetzgebenden Körperschaften und die Einsetzung einer verfassungsgebenden Versammlung sowie eine Kombination dieser Formen. So, die Entscheidung der gesetzgebenden Körperschaft ist ad acta. Wir haben keine gesetzgebende Körperschaft mehr, weil was wir eben gesagt haben. Ja. So, und Einsetzung einer verfassungsgebenden Versammlung, wie sollt ihr sehen? Ich persönlich, ehrlich gesagt, und wie gesagt, wir mit unserem Verein Verfassung vom Volk, wir votieren eindeutig für eine Volksabstimmung. Ja, das wäre toll, aber muss eben entsprechend auch verbreitet werden. Ja. Es gibt in Österreich zum Beispiel Staatenbund Österreich jetzt, das heißt, da ist eine ähnliche Bewegung, die fragen sich auch, was sind die Rechtsgrundlagen. Das heißt, wir haben Rechtsbankrott bei uns, das kann man sehen. Ja. Und das kann jeder sehen, jeder merkt es irgendwie und es muss etwas getan werden und unsere Abgeordneten oder Regierenden werden es nicht ändern, weil die natürlich an ihren... Ja, die kleben an ihren Stühlen. Ja. Das ist ganz klar. Und ob man den Artikel 79 Grundgesetz überhaupt noch so in der Form, der hat ja auch in dem Absatz 5 so eine gewisse Ewigkeitsklausel, noch so für festhalten soll, weiß ich nicht. Denn das Grundgesetz wurde ja von unserer lieben Bundesregierung schon früher, ich sage jetzt mal, auch eigentlich in die Tonne getreten. Denn man hat ja diesen Artikel 23, wo ja früher, vor 1990, stand da ja drin, die Bundesländer aufgezählt, dieses Grundgesetz gilt in folgenden Bundesländern. Und also dann hieß es Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen und wie sie alle hießen. Der räumliche Geltungsbereich. Ja. Dieser Artikel 23 wurde dann am 31.08.1990 aufgehoben. Und wenn ein Artikel aufgehoben wurde, dann ist er weg für alle Zeiten. Dann kann man ihn nicht wieder ändern, dann kann man ihn nicht neu einführen und so weiter. Und siehe da, hier in der Historie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, diese Historien von den Gesetzen übrigens verschwinden immer mehr aus den Gesetzestexten und aus den Gesetzesbüchern. Und dann kannst du eine Seite hochblättern, da siehst du, ich habe es angemalt, dass zwei Jahre später der Artikel 23 neu eingeführt worden ist. Ich glaube, zweite Seite ist es unten. Guck mal hier. Ach so, der Präambel einmal, 31.08.1990 und dann 23. Ja, ich weiß es ja. Nicht? 92. Also 92 hat man den Artikel 23 neu gefasst und wieder eingeführt. Das geht gar nicht. Okay. Wenn ein Gesetz einmal der räumliche Geltungsbereich weg ist, es gibt eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, auch das haben die vielen Reichsbürger herausgefunden, das stimmt. Ich habe selber nachgeprüft und nachgelesen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte es gesagt. Ein Gesetz ohne räumlichen Geltungsbereich geht gar nicht. Jeder muss zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen können, wo eine Gesetzesnorm gilt. Sonst könnte man sagen, gilt es auch auf Mallorca. Ja, eben. Und da würden zu Recht die Mallorquiner sagen, hier. Ja. Ne? Also haut nicht hin. Ne? Also von daher ist also eigentlich auch schon das Grundgesetz von unserer lieben Bundesregierung mit Füßen getreten worden, ohne Ende. So, ja, das ist noch eine zweite Kommentierung. Ja, ich glaube, wir brauchen das jetzt brauchen nicht die ganzen Details. Aber wie gesagt, Verfassung vom Volk, sollte jeder mal reinschauen. Ja. Das soll eine Volksbewegung werden. Es geht nicht so sehr um den Verein. Der Verein ist nur das Sparschwein. Da soll nur das Geld ordnungsgemäß verwaltet werden. Es muss ja irgendwie die Bewegung mal einen Raum anzumieten zu können für eine Arbeitssitzung oder sonst irgendwas. Oder eventuell auch das Geld zu haben für Abstimmungszettel zu drucken.
Ja, es wäre ja auch mal eine Nationalversammlung sozusagen dann schön, wo wirklich dann entschieden wird, wie geht's weiter. Und zwar aus dem Volk heraus, wie gesagt. Ja. Die da oben werden es nicht tun, also müssen wir es tun. Die werden gar nicht. Das ist jetzt eine Möglichkeit, sich da. Seid ihr auf dem Ansturm eingerichtet? Hält die Seite das aus? Ja, bis jetzt eigentlich noch nicht. Wir suchen natürlich auch viele Leute, die uns bei der Organisation des Ganzen helfen. Unsere Homepage hat schon etliche Klicks und wir gehen auch davon aus, dass hoffentlich noch mehr Besucher der Homepage kommen. Und wie gesagt, dass auch endlich mal viele Leute sagen, es kann so nicht weitergehen. Und vor allen Dingen nochmal so eine Bundestagswahl, nochmal so eine Farce. Ich möchte bitte daran erinnern, hier in Deutschland leben sehr viele Ausländer, die hier arbeiten. Und die sind nicht nur Migranten aus Afrika, Analphabeten oder so. Ich weiß von einem Amerikaner, der also auf einem Vortragsabend von Peter Frühwald mit mir da gesessen hat und er sagte immer, warum machen die Deutschen nichts? Warum macht ihr nichts? Also es warten ganz viele darauf. Er sagt, es warten ganz viele darauf, dass die Deutschen sich bewegen und endlich auch mal dieses Joch der ewigen Besatzung hier mal versuchen loszuwerden. Und ja, warum machen die Deutschen nicht? Es gibt ja einen Spruch, glaube ich, der sagt, die Deutschen sind ein sehr gutmütiges Volk, die lassen sehr viel mit sich machen, aber wenn es dann irgendwann ist eben das Fass überlaufen und dann... Dann wird es übel. Ja, ich glaube, das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir sehen ja eigentlich überall, dass es nicht kaum noch auszuhalten ist. Ich kriege das von ganz vielen Zuschauern von Bewusst TV, dass sie sagen, sie können es eigentlich kaum noch ertragen, Fernsehen zu gucken oder Zeitung zu lesen. Ja. Die Auflagen gehen ja auch deutlich zurück. Das heißt, und GEZ sind 4,9 Millionen, die das nicht mehr zahlen. Das heißt, da ist überall, glaube ich, schon... Ja, das ist ja schon das Paradebeispiel. Ja. Also 2013 war die Bundestagswahl schon ungültig und vorher 2012 kam dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und man macht so weiter. Und am 01.01.2013 ist ja dieser neue Rundfunkgebührenbeitragssatzung in Kraft getreten. Ja. Die hat man ja vorher noch gemacht. Also das Ding ist schon auf jeden Fall rechtlich. Ja, aber es werden trotzdem die gesetzlichen Grundlagen, ich weiß das selber, das kann es nicht, kommt nichts, dann kommt einfach irgendein Geschwafel, lange Briefe, die aber nichts widerlegen, was man fragt. Und dass man dann sagt, okay, wenn es zu brenzlig wird und die gehen momentan scharf vor gegen Leute, es landen Leute im Gefängnis. Ganz heftig, das heißt auch jetzt Vorsicht, nicht einfach ein Fass aufmachen, wenn man da nicht sicher ist und lieber dann sagen, okay, ich zahle aber unter Vorbehalt. Ne? Ja. Dann ist zumindest, sind die unter aufgeklärt Vorbehalt darüber. Und eindeutig unter Zwang. Auch immer sagen, ich zahle nur unter Androhung von Zwang. Auch die ganzen Leute, die... vorgeladen werden und Zwang angedroht kriegen zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung. Das ist auch. Ja. Nur immer unter Gewaltandrohung, das ist eindeutig unter Strafgesetzbuch, hat dafür eindeutige Formulierung. Ich habe den Eindruck, im Moment ist das ja mit den Reichsbürgern, weil dieser eine Vorfall war mit dem Polizisten, der angeblich erschossen ist. Mhm. Ich weiß es nicht, weil ich kann mir das immer schwer vorstellen. So ein SEK, der hat ja ganz viele Schutz. Der kommt mit Kampfanzug. Ja, was da wirklich passiert ist. Und dann normalerweise sagt man immer mutmaßlicher Täter, aber da ist es jetzt ganz klar, ist der Reichsbürger. Das scheint so eine Schublade zu sein, die jetzt gefüllt wird, damit alles Böse jetzt da reinkommt und dass man jeden, der jetzt diese Sachen fragt, in diese Ecke stecken kann. Aber ich glaube, das zeigt, wie sehr da es brodelt. Ja. Also so eine Schublade wird ja nur aufgemacht, wenn wirklich da Bedarf ist, ist mein Eindruck. Das heißt, die wissen, da sind immer mehr Menschen, die wachen auf, die müssen wir jetzt noch irgendwie versuchen, irgendwie... Ich hatte da übrigens, und das kann ich nur weiterempfehlen, man sollte sich wirklich diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1953, ich weiß gar nicht, ob ich es mit habe, kopieren. Da steht wirklich in den Leitsätzen unter Leitziffer Nummer 2, in Deutschland gibt es keine Beamten mehr. Mhm. Steht da schwarz auf weiß drin. Und wenn man diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu Hause liegen hat, dann denke ich, man kann dann den SEK-Beamten oder wenn jemand vor der Türe steht und sagt, kennen Sie diese Entscheidung? Ich glaube, dann gucken schon sehr viele ganz groß. Okay. Das heißt also, man hat, weil man ja wusste, dass die Bundesrepublik eigentlich kein Staat ist, sondern es gibt immer noch nach der Besetzung des Deutschen Reiches und nach der Kapitulation der Wehrmacht, dass immer noch das Rechtssubjekt des Deutschen Reiches,
Man hat aber dann vereinbart, und das Bundesverfassungsgericht hat dann auch irgendwann mal das reingeschrieben, dass die BRD Rechtssubjekt identisch ist mit dem Deutschen Reich. Ja. Das heißt also, man hat vereinbart, die BRD hat man Staatseigenschaften zugefügt oder vereinbart. Das hat auch einen praktischen Hintergrund. Man wollte, dass jemand die Schulden des Deutschen Reiches weiter bezahlt und die Verpflichtungen weiter bitte erfüllt. Das war, glaube ich, der einzige Hintergrund, dass man das so gemacht hat. Also ich glaube, wir sehen da, ich meine, wir könnten wahrscheinlich noch sehr vieles anführen, aber wir sehen, dass wir wirklich in einer Situation sind, wo wir uns selber helfen müssen, indem wir uns zusammentun und eben diese, uns zusammentun, um eine Verfassung auf die Wege zu leiten. Also nochmal, deine Seite oder eure Seite heißt? Die Seite ist www.verfassung-vom-volk.org. Okay. Und es ist auch so, dass... ich möchte auch ehrlich gesagt nochmal darauf zu sprechen kommen, für die Leute, die ja alle meinen hier, wir haben doch eine Verfassung, zum Beispiel die von 1871, da kann ich nur vorwarnen zu sagen, diese Verfassung wollen wir wieder haben, denn diese Verfassung hat ja auch einen räumlichen Geltungsbereich und da gehörten ja noch die Ostgebiete dazu. Und wie auf, ich sage jetzt mal, Duplizitätsereignisse. Putin hatte oder Russland hat mit Japan darüber verhandelt, über die Rückgabe von irgendwelchen japanischen Inseln. Ja. Und im Zuge dieser Verhandlungen kam es dann auch in einer Pressekonferenz, die Putin gab, zu einer scherzhaften Frage eines Journalisten, ob er denn auch Kaliningrad jetzt noch zurückgeben wollte und über Ostpreußen verhandeln. Daraufhin hat also Putin gesagt, wenn jemand gewillt sein sollte, die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges zu hinterfragen, lassen Sie uns darüber reden. Aber dann werden wir nicht über Kaliningrad reden dürfen, sondern auch über den östlichen Teil der Bundesrepublik Deutschland, über die Stadt Lemberg, ehemals Teil Polen und so weiter. Auf der Liste würden auch Ungarn und Rumänien stehen. Wenn also jemand diese Büchse der Pandora öffnen möchte... Das ist die Frage, ne? Das ist die große Frage. Also über Kaliningrad zu reden, heißt auch über Polen und Weißrussland, Belarus zu reden. Und dann kann es also wirklich Kreise ziehen, die dann, sage ich mal, nicht mehr... So nicht alle mit einverstanden sind. Ich meine, Gorbatschow hat Kohl ja, glaube ich, schon mal angeboten, dass die Ostgebiete sozusagen zurückgegeben werden. Kohl hat das abgelehnt, vielleicht aus gutem Grund. Wie gesagt, das ist ein Fass, das ist ziemlich groß, das wollen wir gar nicht aufmachen. Da möchte ich auch vorwarnen. Ja. Also lieber, dass wir sagen, wir tun uns jetzt zusammen, wir wollen eine eigene Verfassung und wir gestalten die selber. Ja. Es wird uns nicht gegeben, wir müssen uns selber darum kümmern. Würde ich sagen, ja. Vielen Dank, Petra Kaiser, und man kann sich auf der Seite eben weiter schlau machen und dann auch vielleicht da koordinieren. Ich hoffe, ihr schafft das. Wir hoffen, dass ganz viele Bürger da mitmachen. Es soll, wie gesagt, eine Volksbewegung sein und nicht eine private kleine Initiative und vor allen Dingen nicht nur wieder ein Verein, der irgendwie Gelder haben will. Nein, der Verein ist wirklich nur das Sparschwein für die Volksbewegung und für die Volksabstimmung. Mehr nicht. Da sollen nur die Gelder drin gesammelt werden, damit eine Volksabstimmung organisiert und die Zettel gedruckt werden können und damit man Räume anbieten kann, wo gearbeitet werden kann auf diese Volksabstimmung hin. Ja, ich wünsche viel Erfolg. Ich hoffe, dass sich viele jetzt melden und vielleicht es gibt ja andere Bewegungen. Und Wahlhelfer sich auch noch melden und sagen, jawohl, das ist so gelaufen, das kann ich auch begründen. Vor allen Dingen Bundestagswahl, dass da wirklich Wahlbetrug gelaufen ist und dass die Wahlhelfer, vielleicht finden sie noch welche, die auch gesagt haben, ja, ich musste auch diesen Zettel unterschreiben. Die können sich auch an euch wenden, ja? Ja, natürlich. Okay, klar. Ja, vielen Dank, Petra Kaiser. Alles klar. Dank.